Sie kriegen die Antwort der Wähler und Wählerinnen und Wähler in Deutschland postwendend, so wie am vorletzten Wochenende. Bei seiner Rede im Bundestag sprach CDU-Chef Friedrich Merz unter anderem über das Thema Migration und Rückführungen. Merz sagte, die Union sei bereit zur Zusammenarbeit. Dabei gab es Zwischenrufe der Grünen, unter anderem von Jürgen Trittin. Zunächst sprach Merz einen Brief der Grünen an, den zwei Abgeordnete offenbar an die SPD-Fraktion schrieben. Dann wird es noch lauter. Merz kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Das können Sie haben, wenn Sie das so weitermachen in diesem Spiel. Dann können Sie das haben. Und dann werden die Wählerinnen und Wähler, darauf spätestens in 2 Jahren eine Antwort geben, meine Damen und Herren. Machen Sie so weiter, in diesem Ton, wie Sie dann auch uns hier diffamieren. Machen Sie das, Sie kriegen die Antwort der Wähler und Wählerinnen und Wähler in Deutschland postwendend, so wie am vorletzten Wochenende. Machen Sie einfach so weiter. Merz spielte dabei auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern am 8. Oktober an. Die Ampelparteien hatten dabei hohe Verluste einstecken müssen. In Bayern flog die FDP sogar aus dem Landtag.